Die erste, schönen guten Abend und die erste Korrektur, die ich anmelde, es hat sich eingebürgert, den Herrn Professor mir umzuhängen. Ich bin ein ganz gemeiner Magister und meine Funktion ist auch nicht, bin nicht Vorsitzender der Gewerkschaft GDG und so fort. Ich bin der Vorsitzende der Sektion Filmfoto Audiovisuelle Medien und bin damit auch einer der Verhandlungspartner für den Fachverband. Aber sonst ist alles richtig. Also, wir haben, Sie kennen den Kollektivvertrag, den der Herr Müller jetzt so treffend geschildert hat, ja nur um eine Nuance noch erweitern. Das ist ein ganz betagtes Instrument, stammt aus den Jahren 1970, 1979, 1980. Wenn Sie mit mir einen ganz kurzen Moment dorthin gehen in dieser Zeit, dann werden Sie verstehen, was da sich abspielt. Da gab es eine Wochenpauschale von Montag bis Montag, also Sklaven hat es in Österreich ausgegeben. Das war die zweieinhalbfache Wochengage. Das war natürlich nicht machbar, weil kannst du nicht einen Menschen für ein Projekt beschäftigen von Montag bis Montag. Es gab keine Ruhezeiten, das war dann bald weg. Dieser Kollektivvertrag 1979 hat für alle gegolten, aber nur nicht für die Filmwirtschaft. Das heißt, da standen drin, gilt für alle. Und am nächsten Tag, wie man den vereinbart, in den 60er Jahren, hat man alles wieder außer Kraft gesetzt. Und Ende der 70er, Anfang der 80er wurde ein Kollektivvertrag verhandelt. Und da waren die, sagen wir jetzt mal auf der Seite der Gewerkschaft, maßgeblichen, die Leute von der damaligen Wien-Film. Die haben vorerst einmal an ihre Situation gedacht und alles andere hat es ja nicht gegeben. Und übrigens hat es ja 1980 AK-5-Förderung gegeben. Und jetzt machen wir einen Sprung mit mir in die Gegenwart. Es ist fast unvorstellbar, dass die öffentlichen Mittel... dass die öffentlichen Mittel, die der Filmwirtschaft eingebracht werden, fast die Größenordnung schon erreicht haben jährlich, wie die Auftragssumme des größten Auftraggebers, nämlich ORF. Das heißt, waren die Förderungsmittel in den Anfang der 80er Jahre eher geringeren Ausmaßes, sind sie heute ein maßgeblicher Wirtschaftsfaktor. Und es hat damals keine eigenproduzierten Filme gegeben. Heute gibt es es. Meistens 40 bis 50 an der Zahl. Die Fernsehfilme ausgeschlossen noch, nur die Kinofilme. Das heißt, wir haben uns den Kopf zerbrechen müssen, wie diese staatlichen Förderungen umgehen mit den Filmschaffenden. Ich beleuchte jetzt einmal die Seite der Filmschaffenden. Am Beginn war das nicht das große Problem, aber Ende der 80er Jahre ist dann aufgetaucht, was machen wir mit den Filmen, die zum Beispiel gefördert wurden von den Bundesministerien für Unterricht, also heute Bundeskanzleramt. Das waren Künstlerarbeitsgemeinschaften, die Leute waren außerhalb des sozialen Netzes, haben das sozusagen in der klassischen Manier gemacht, da gab es eine Subvention, die wurde aufgeteilt, irgendwie in Einzelnen, jeder bestätigt, dass er Geld gekriegt hat, und damit war es das. Und das war ein kleiner Bereich, und wir hatten damals schon, ab 1981, das sogenannte Filmfernsehabkommen, also der Verpflichtung des Fernsehens, an der Finanzierung von Kinofilmen mitzuwirken. Und 1989 haben wir dieses Filmfernsehabkommen wesentlich umgestaltet, und damit ist es dazu gekommen, dass wir uns den Kopf zerbrochen haben, wie könnten wir diese Beiratsfilme in diesen Topf hineinbekommen, nämlich den Fernsehtopf, und haben dort eine Nachwuchs- und Innovationsförderung eingeführt. Und ich habe damals als Geschäftsführer des Filmförderungsfonds den Sozialpartnern empfohlen, wir machen sowas wie ein Werkstattprojekt. Also ein Werkstattprojekt heißt, für Filme, die der Ausbildung dienen, also innovative Filme, Filme, die insbesondere im kreativen Bereich durch Anfänger oder nicht qualifizierte oder wenig qualifizierte hergestellt werden, eine Form zu finden. Und jetzt, bitte missverstehen Sie das nicht, es ist eine kleine Korrektur, die ich sage, das Werkstattprojekt ist nicht für Produzenten bestimmt, sondern für Filmschaffende. Die sollten sich einkaufen mit einer niedrigen Gage bei etablierten Produktionen, um mitwirken zu können. Und das hat an sich sehr gut funktioniert. Und hat sich natürlich immer wieder ausgeweitet, und jetzt gehe ich wieder in die Gegenwart. In den letzten beiden Jahren sind einigermaßen viele Werkstattprojekte bei den Sozialpartnern gelandet, sie waren alle falsch. Also sie waren alle
in keiner Weise konnte man denen genehmigen, jetzt nicht was den Inhalt betrifft, sondern was die reine formale Ausgestaltung ist, obwohl es einen Kollektivvertrag gibt, wo die Zahlen dort stehen, sind das obskursten Dinge aufgetaucht. Also ich nehme ein Beispiel her, jemand sagt, die Regie ist zu teuer, wenigstens der Kreative muss jetzt im Nachwuchsprojekt die Gage kriegen. Wir haben 9 Drehwochen, nein, wir dehnen das auf 20 Wochen auf, dann war die Summe die gleiche geblieben, aber pro Woche wäre es eine niedere geworden. Also auf solche obskuren Ideen muss man jetzt einmal kommen. Und im Laufe dieser Zeit ist noch etwas Zweites passiert. Und da ergänzt sich, oder vielleicht korrigiere ich ein bisschen, die Werkvertragsregelung hat ja neben all den Dingen, die heute positiv ausgeführt worden sind, auch den Charakter einer Umgehung des Kollektivvertrags. Sie können sich ja vorstellen, bei 2.500 Ein-Personen-Unternehmen in der Filmproduktion und dann nehmen wir den größten Auftraggeber her, das ist der ORF, der hat 100 Produktionsbetreiber, wovon 95% des Budgets 30 Firmen kriegen und 5% des Budgets kriegen 70 Firmen. Dann müssen Sie es durchrechnen, gegen die 70 Firmen pro Woche, pro Monat ungefähr 6.000 Euro. Also wir reden jetzt nicht von einer wohlgeordneten Situation, sondern zu einer ziemlich furchtbaren Situation. Und wer einen guten Steuerberater hat, der wird Ihnen dringend empfehlen, auf das nicht ankommen zu lassen, was der Herr Müller so treffend angeführt hat, nämlich diese Prüfungen, und der Kollege hat es ja auch gesagt, Sie können sich nichts aussuchen, sondern die stellen dann fest, überwiegend ist das, die Nachzahlungen sind beträchtlich. Das gibt es aber nicht nur jetzt, das gab es auch Anfang der 80er Jahre. Also da gab es Dinge, die halt im Kollektivvertrag nicht geregelt wurden, konnte man nicht anders machen. Also sind wir heute in einer Situation, dass wir beim Kollektivvertrag, beim Paragraph 7, wahrscheinlich in der nächsten Zeit mit einem Thema uns beschäftigen müssen, was heißt 60 Stunden bei einer Höchstarbeitszeit von 50. Also das wird jetzt einmal gefährlich, insofern als wir Filmschaffende, die sich dafür interessiert haben und Gutachten eingeholt haben bei entsprechenden Leuten, die sich da auskennen. Also werden wir uns auch da in den Kopf zerbrechen, in Deutschland gibt es die 50-Stunden-Woche, aber trotzdem müssen wir die notwendige Flexibilität erhalten. Der Paragraph 7, der ist sozusagen das Abfallprodukt von dieser Wochenpauschale, von Montag bis Montag 2,5-fache. Es ist nicht ganz leicht, und man möge das mir verzeihen, tun Sie es rechnerisch nicht nachvollziehen. Wie kommt man zu was? Weil Sie werden kaum auf einen grünen Zweig kommen. Da ist eine gewisse Individualität drin, das hat mit 30 Jahren zu tun. Das hat was zu tun mit Novellierungen, das hat zu tun, dass es noch keine Tabellenprogramme gegeben hat, dass man mit der Hand gerechnet hat. Und so ist da in der ganzen Geschichte, gibt es Dinge, die glaubt man nicht. Zum Beispiel, dass ein Bühnenarbeiter weniger verdient wie ein Bühnenmeister, aber mit allen Zuschlägen, Paragraph 7 oder fast dasselbe. Wie das geht, weiß ich nicht, aber das ist jedenfalls da drinnen. Das wird eine Aufgabe sein, die uns in der nächsten Zeit uns beschäftigt. Und jetzt einmal zu diesem Werkstattprojekt. Wir haben in diesem Paragraph 24 eigentlich eine ziemlich klare Regelung. Also sie ist bestimmt dafür, dass Nachwuchsfilmschaffende tätig werden können bei Filmen, wo die Regie den ersten oder zweiten Film in Eigenverantwortung macht. Das ist genau definiert. Also nicht der 5. Film, der 20. Film, sondern der 1. oder 2. Film. Dort kann man das anwenden und es müssen zumindest mit der Regie zusammen 3 kreative Mitarbeiter dabei sein. Also die Fantasie ist ja auch keine Grenzen gesetzt, Produktionsleiter sind schließlich auch kreativ in gewissen Bereichen, also die gehören nicht dazu, weil das sind administrative Leute. Und wenn Sie sich genau darüber informieren wollen, dann finden Sie in diesen heute schon genannten Berufsbildern immer so unter den Berufen so Bezeichnungen, kreativ-dispositiv, administrativ-dispositiv, da wissen Sie genau, wer die Kreativen sind, wer die Administrativen sind. Diese Geschichte erzähle ich Ihnen jetzt nicht, warum das dort steht. Das hat mit Ausländerbeschäftigung zu tun, mit der Vergangenheit zu tun und ist aber heute noch durchaus bewährt. Die Problematik, die wir jetzt haben, dass die Produzenten dann richtigerweise gesagt haben, die Gleichbehandlung ist jetzt nicht mehr gegeben, wenn ein Nachwuchsfilm, ein Werkstattprojekt 2,5 Millionen Euro kostet, was ist das für ein Nachwuchsprojekt? Und der andere macht einen Film um weniger. In meiner Zeit als Direktor des Filminstituts habe ich 2003 Nachwuchsprojekte mit 800.000 Euro beschränkt. Wie ich dann ausgeschieden bin, hat mein Nachfolger auf 1,2 angehoben und jetzt ist es bei 1,5 und seit wenigen Tagen ist es Höchstbetrag 1,5. Früher war es ein Richtsatz, jetzt ist es der Höchstsatz. Das hat einen Grund, warum man darüber redet. Man wollte ja mit den Nachwuchsfilmern auch eine Vorgabe geben, kleinere Projekte.
nicht historische Filme, nicht unbedingt mit 50 Hauptdarstellern, möglichst kleine Kammerspiele, nur um eine Visitkarte jetzt herzustellen, dass man sieht, können die mit Menschen umgehen, können die Schauspieler führen, können die ein geschlossenes Ganze machen. Und überdies betrifft es ja nicht nur den Langfilm, es geht bis runter zum Kurzfilm. Also man kann, hat hier eine Palette von Möglichkeiten, die einerseits Filme betrifft, die zum Beispiel heute das Bundeskanzleramt fördert, kann es betreffen, muss es aber nicht. Und gleichzeitig natürlich auch Nachwuchsfilme im Rahmen des Filminstituts oder des Wiener Filmfonds oder anderer Länderförderungen. Das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist, dass man einfach zur Kenntnis nimmt, dass dort Sätze drin sind. Wenn vor 4 Jahren drin gestanden ist 400 Euro, dann ist 2014 vielleicht der Betrag ein anderer. Er steht auch anders dort. Und wenn ich jetzt nur mal einsetze 400 und dann sollen es eigentlich 500 sowieso sein, dann ist es falsch. Und wenn ich dann vergisst den berühmten 13., 14. und die Urlaubsersatzleistung, dann ist es erst recht falsch. Und dann ist man als Sozialpartner ja nicht dazu da, bitte Lehrstunde zu machen. Der legt es hin, will es genehmigt haben. Jetzt müsst ihr erklären, lieber Freund, das kann nicht so gehen, das müsste so gehen. Die Produktionsleitung kommt zu obskuren Ideen, ist nicht qualifiziert. Das ist aber nicht unsere Aufgabenstellung. Daher wird man in Zukunft vielleicht die Sache ein bisschen härter angehen, nämlich wenn man sagt, du legst vor, wir sagen ja oder nein. Oder vielleicht schaffen wir es sogar, dass die Förderinstitutionen für uns diese Prüfungen vornehmen, weil es ja obskur, dass jemand ein Projekt einreicht, eine Kalkulation wird dort angeschaut, man weiß die Bedingungen und die Sozialpartner müssen es nochmal anschauen, also vorweg nochmal anschauen, ob das richtig ist. Das ist also von Effizienz keine Rede. Ich habe mir bestimmte Dinge Ihnen vorbereitet, die aber in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit ich Ihnen einfach vorschlage. Wir geben diese ganze PDF-Datei an Herrn Müller seine Seite oder auf die Seite avmedien.at, das ist die von der Gewerkschaft, dort ist es auch drauf. Da können Sie es runterladen, können Sie es anlesen und Sie können schauen, wie wir 2002 das gemacht haben. Beispielsweise haben wir 2002 das Werkstattprojekt so gestaltet, dass wir gesagt haben, nicht einen Mindestsatz, sondern einen Mindestsatz und noch ein bisschen was dazu, dass man ein bisschen einen Spielraum hat, dass der Unternehmer ein bisschen was da entscheiden kann. Wir haben auch gesagt, was machen wir mit dem Rest? Der Rest verlangt dann die Supergagen und die anderen arbeiten um das Viertel. Dann war die Vorstellung damals, 2002, ob man das nicht machen könnte, dass alle sonstigen Mitarbeiter, die nicht Nachwuchs sind, zumindest die Mindestgagen kriegen. Also dass man in dem ganzen Projekt die gleiche Gesinnung hat. Dass die alle wissen, wir tun jetzt für einen Nachwuchs was machen und nicht jeder geht dort rein und sagt, also ich möchte wurscht, was der da macht, ich möchte meine Gage haben und zwar voller Länge. Das wird eine Frage der Verhandlung der nächsten Monate sein. Das Wesentlichste von diesem Werkstattprojekt ist, die müssen sich vorstellen, für eine Gewerkschaft einen Kollektivvertrag zu haben und den zu unterschreiten, da muss es ja einen Grund geben. Also einen wesentlichen Grund geben, ganz locker ist das ja nicht. Und es war im Jahr 1992, 1993, ist einmal der Fachverband ausgestiegen aus diesem Werkstattprojekt. Und zwar durchaus mit einer guten Begründung, es lag nicht in der Gewerkschaft, sondern einige Produzenten haben das Wunderbare gefunden, dass sie jetzt Fernsehfilme auch gemacht haben als Werkstattprojekt. Ohne Genehmigung, ohne irgendwas, haben die Gagen zahlt und gesagt, lauter junge Leute und so Dinge mehr. Einige von denen, die es gemacht haben, gibt es nicht mehr diese Firmen, es hat irgendwie vielleicht was damit zu tun. Der Hintergrund des Ganzen ist jetzt, wir haben dieses Instrument, wir können mit diesem Instrument Nachwuchsförderung machen. Und jetzt ist für Sie natürlich der Nachwuchs insofern interessant, weil lernen Sie neue Leute kennen. Lernen Sie die kennen irgendwie Inserat oder immer nur die Alten, die werden mit Ihnen alt. Und, also man braucht ja Junge. Und jung meine ich nicht immer nur vom Geburtsjahrgang her, sondern auch von der Technik her, vom Können her. Da brauchen Sie Leute, die auch ein bisschen innovativ vielleicht sind, was der andere vielleicht nicht mehr ganz so ist. Und daher ist das Werkstattprojekt, diese Form, wie es der Herr Müller beschrieben hat, das kann man natürlich gezwungenermaßen billigere Filme raus. Ne? Das hat aber nichts einmal a priori zu tun, dass man sagt, jeden drückt man die Gage runter, verpflichtet alle zum Werkvertrag. Weil das eine haben die beiden Herren ja vergessen zu sagen, beim Werkvertrag gibt es ja keinen Mindestgagentarif, der kann ja um 1 Euro auch arbeiten. Das ist ja niemand gehindert dran. Und das verleitet natürlich manche, gibt es auch ganz große Auftraggeber in diesem Land, die manche dazu verleiten, es im Werkvertrag zu machen. Und so kauft sich halt mancher ein Gerät, vergisst aber, dass er trotzdem disponiert wird von einem anderen. Also die Merkmale eines Werkvertrags sind, wie es der Herr Kollege richtig ausgeführt hat, oft nicht zu finden. Daher ist das Werkstattprojekt in dem Bereich, in dem engen Bereich der Nachwuchspflege, eigentlich ein geeignetes Instrument.
Und offensichtlich bequemen sich auch die Förderer jetzt dazu, diese Grenzen, die man hier gesetzt hat, ein bisschen enger zu nehmen und nicht zu sagen, was immer der Nachwuchsprojekt ist, was immer das kostet, und dann tun wir die Gagen runtersetzen. Wir haben bei einem Projekt uns ausgerechnet, was kostet das Projekt, das hat ungefähr gekostet 1,5 Millionen, was kostet das Projekt, wenn es nicht ein Werkstattprojekt ist? Da war es um 80.000 Euro teurer. Und dann hat sich herausgestellt, dass alle, die die Nachwuchskräfte waren, die vollen Gagen gekriegt haben. Der Rest vom Fußvolk sollte die 80.000 sozusagen aufbringen, indem sie die Gagen heruntersetzen. Das ist nicht der Gedanke des Werkstattprojekts. Der Gedanke des Werkstattprojekts ist, im sozialen Netz auch junge Leute mitzunehmen, die an Qualifikation noch nicht ganz ausreichend ist. Das gilt nicht für die Produktion. Es heißt in diesen ganzen Richtlinien drinnen, es muss die Qualität des Projektes aufrechterhalten werden. Das heißt, wir rechnen damit, dass der Unternehmer, der dieses Werkstattprojekt macht, eines, der die Arbeit schon sehr gut kennt, der erfahren ist und der diesen jungen Leuten was vermitteln kann. Das sind ganz wichtige Dinge, also dass sie da zwei zusammenfinden. Der eine hat noch nichts gemacht, der andere hat auch noch nichts gemacht. Das ist keine gute Idee. Ja, die bessere Idee ist, man macht es so, dass also manche der etablierten Firmen nützen dieses Instrument, einfach um Leute kennenzulernen. Der traurige Fall, den wir heute gehört haben, Michael Glavoga, der hat den Film gefunden über ein Nachwuchsprojekt bei der Dorffilm, die Ameisenstraße. Das war, ohne den hätte der nie hineinkommen können. Also, wenn ich Ihnen ein paar so Nachwuchsleute sagen darf, Michael Haneke, Harald Sicheritz, Murmberger, sind lauter Namen, die begonnen haben in dieser Form, wie ich es Ihnen jetzt gesagt habe. Und es hat sich bewährt. Nach dem zweiten, dritten Film sind die in das Normalgeschehen hineingekommen und haben dann natürlich, das wissen Sie aus den Filmen, die Sie heute kennen, durchaus einen hochqualifizierten Standard erreicht. Damit lasse ich es jetzt einmal, weil nachlesen können Sie es auch. Da sparen wir alles, was ich Ihnen da gesagt habe. Vieles von dem ist ja schon gesagt worden. Die Frage, wenn man da verlangen, kreative Filmschaffende, da werden die fertig gelegt, wo finde ich die? Schau ins Berufsbild hinein, sich dort kreativ, 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 nur die sind es, keine anderen. Und wenn die Frage ist, wer sind die Unselbstständigen? Auch klar, schau in Kollektivvertrag, in Mindestgagentarif, alle, die dort vorkommen, sind natürlich Unselbstständige. Aber jetzt kommt natürlich die wunderbare Geschichte, die tun wir umnennen. Ne? Jetzt geben wir neue Namen, weil ich meine ja Englisch zufälligerweise. Und jetzt glauben wir halt, wenn wir es Englisch machen, dann steht es ja nicht dort im Mindestgagentarif. Das heißt ja ganz anders. diese Dinge muss man halt auch hintanhalten. Das Kalkulationsformular des Filminstituts ermöglicht es heute noch, bestimmte Teile auszubessern. Gehen Sie ein bisschen. Also dann kommen also Ausdrücke hinein, der Wunderste, was alles gibt. Ja. Aber was die Freundin oder der Freund noch eine zusätzliche Tätigkeit macht, dass die Hausfrau auch noch Dramaturgin ist. Die Frau des Hauses meine ich, nicht vom Beruf Hausfrau. Also das muss man irgendwie wegkriegen, man muss diese Gesinnung wieder ein bisschen hineinkriegen, weil sonst funktioniert es nicht. Und Sie müssen sich wirklich vorstellen, 70 Millionen Euro gehen jährlich in die Filmwirtschaft aus öffentlichen Mitteln. Das sind Bund und Länder. Und ungefähr 80 Millionen gibt der ORF der Filmwirtschaft. Also so wenig ist dieses Förderungsbereich ja nicht. Daher muss ich sagen, alles das, was ich Ihnen sage, Werkstattprojekt, gilt ausschließlich für eigenproduzierte Filme. Nicht verwendbar in der Auftragsproduktion, nur beim eigenproduzierten Film. Herr Müller hat jetzt mal angeregt nachzudenken, ob es nicht sowas auch gibt im Fernsehbereich, ob man nicht auch da sowas machen könnte. Also wahrscheinlich müssen wir mit dem Kollektivvertrag jetzt einmal so stark herangehen. Es ist ein wirklich betagter Herr, ja, oder betagte Dame, was immer. Da ist so vieles drinnen, was heute nicht mehr stimmt, aber manches stimmt schon mal. Also das Tag hat auch nicht mehr als 24 Stunden und die Nachtruhezeit soll 11 Stunden sein. Die berühmte Frage, na, was ist, wenn die 11 Stunden nicht eingehalten werden? Ja, dann kostet es viel Geld. Wieso kostet es viel Geld? Ja, dann kostet es so immer 100% Zuschlag, bis es erstmal wieder 11 Ruhestunden sind. Ja, wenn wir arbeiten noch 4 Tage durch ohne 11 Ruhestunden, das kriegst du am ersten Tag normal und alle anderen sind 100%. Aber das zahlt uns niemand. Ja, aber wenn wir vor Gericht gehen, dann wird es schlimm. Ein kleines Beispiel aus meiner jüngsten Vergangenheit noch, aus Filminstitut. Eine Filmproduktion macht mit einer Katrin einen Spielfilm. Die Katrin arbeitet in der Werbung, hat so gerne einen Werkvertrag. Also sie macht einen Werkvertrag, sie soll 3 Monate schneiden. Leider dauert der Film 3 Jahre, bis er fertig geschnitten ist. Dann, wie sie fertig sind, möchte sie natürlich mehr Gage haben, sagt er, Entschuldigung, sie haben einen Werkvertrag gehabt, jetzt ist er erst fertig. Also sie geht vor Gericht,
kann mich noch gut erinnern, wie mir der Richter gefragt hat, ob ich mir vorstellen kann, dass eine Cutterin selbstständig sein kann. Das kann man nicht vorstellen, weil die kann nicht selbstständig schneiden ohne Regie, die kann nicht selbstständig schneiden ohne Disposition durch die Produktion. Also das gibt es ja eigentlich nicht. Der Richter hat wohl den Produzenten verurteilt, auch die Cutterin hat auch ihren Schmalz, wie es so schön heißt, abbekommen, hat ihr erklärt, dass das so nicht gehen kann. Ne? Also was will ich damit sagen? Bitte, ich rate Ihnen dringend, die Zeiten werden härter. Machen Sie keine Umgehungen von bestehenden gesetzescharakterartigen Verordnungen. Ja? Es ist so, wie es da ist, das hat schon einen Grund. Es gibt natürlich nicht nur einen Kammermann, der Herr Müller hat das natürlich aus seiner Sicht so gesagt, es gibt einen Kammermann Klasse 1, 2 in der Gemeinschaft, Kameraverband, danke, oder Verbund. Und solche Dinge mehr. Es gibt schon Unterschiede. Man muss halt den Beruf ernst nehmen. Ne? Das ist, ein Arbeitgeber ist ja ein bisschen eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Ich weiß schon, das ist ein freies Gewerbe, man braucht nichts nachweisen. Eigentlich ist das ein bisschen ein Visitkartenproblem. Wir gehen ins Magistrat, 250 Euro und Sie können schon hinten schreiben, Sie sind Produzent. Das gilt bei den Filmschaffenden noch ärger. Der braucht überhaupt nicht zum Magistrat gehen, der kann schon von reinschreiben. Er ist Autor und Regisseur. Und damit belassen wir es einmal. Und das, was da vorbereitet war, das können Sie bitte nachlesen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich bitte gerne rühren, schriftlich, mündlich, wie Sie immer wollen. Lieber fragen, einmal fragen, als dass man das erlebt, was man schon erlebt hat. Dann kommt die Prüfung und die stellen fest, alles falsch, alles halt dort. Nachzuhören, da gehen Firmen dann langsam, aber sicher der Saft aus. So, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Habe ich es geschafft mit der Zeit? Ja. Wie man großartig.